Grüß Gott, grüß Gott. Willkommen in Berlin. Willkommen im Boulez-Saal. Haben einen schönen Samstag. Genau diese kalte, regnerische Samstag soll man Musik genießen. Es ist wirklich wunderbar, so viele negative Leute zu sehen. Es gibt eine sehr witzige Skizze in den ORF-Rundfunk, wo ein Mann ruft, wer noch immer Stelle an, und sagte, ja, ich habe gehört, dass mein jüngerer Bruder, der muss einen Covid-Test machen. Was soll er studieren? Ich sagte, nein, man muss nicht studieren für einen Covid-Test. Nee, aber deshalb muss man studieren. Ich meine, es ist schon ein tragisch in der Familie, weil der schon zweimal sitzen geblieben. Und wir wollen mal, dass es wirklich echt positiv auskommt. Was soll er schon studieren? Und die gehen hin und her und her und her. Es ist wirklich sehr, sehr witzig. Hahaha, wir müssen versuchen zu lachen in dieser Zeit. Gut, wir werden schon lachen und weinen, weil es heißt Lieder. Lieder, lachen, weinen. Ist gar nicht so schlecht. Lieder. Was ist ein Lied? Ich kann nur sagen, für mich, wie ich das sehe, ich sehe es als ein echtes Phänomen in der Kunstwelt. Weil Musik als Kunst braucht kein Wort. Und Wörter, Gedicht, braucht als Kunstform, als Kunst, überhaupt keine Musik. Aber die kommen zusammen. Meistens, eigentlich in der Sinn von Klassik Kunstlied. Kunstlied heißt auf Englisch Art Song, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Und ich habe das Gefühl, dass manchmal Kunstlied für Leute irgendwie verfremdend ist, weit weg. Kunst heißt in der Sinn gemacht. Wir sagen zunehmend mehr Klassik Song. War sehr viele Leute reden über Lieder im Allgemeinen und natürlich, wir haben unwahrscheinlich viele Genre, der auch sowohl sagen kann, wir sind ein Lied. Und das ist ein Lied des Menschen, das ist ein Lied meiner Kultur, das ist ein Lied von damals. Hip-Hop ist auch ein Lied. Was ist ein Klassiklied? Ein Klassiklied, ein Klassiksong ist eben dieses Phänomen. Ein entstandenes Gedicht, alleinstehend, absolut kein Gebrauch für Musik. Inspiriert ein Komponist in seine dichterischen Elemente, da heißt es die Sprache Musik, und er bringt dieses Gedicht zur Musik. Und in diesem Moment heißt und entsteht eine dritte Kunstform, Lied. Ein Lied ist nicht nur ein vertontes Gedicht, es ist eine Verschmelzung von Absichten, sogar eine Erweiterung von Perspektive. Weil der Komponist, inspiriert von diesem Gedicht, geht davon aus, dass in dem Gedicht ist eine Gefühlslage von Erfahrung. Und die versuchen das musikalisch darzustellen. Das ist, was ich leicht angesprochen habe gestern, eben dass Schubert hat nicht das erste Lied gemacht, er hat nur das erste Form von einer extra musikalischen Umgebung, in welcher das äußerst Persönliche, Psychologisches passiert. Und warum ich das alles anspreche, ist nicht hier einfach gescheit zu wirken oder einen Vortrag zu halten, aber ich glaube, wir sollen nicht unterschätzen, was das heißt, dass Kunst plus Kunst ist ein Kunstwerk. Das Lied ist ein eigenständiges Kunstwerk, hat dann die eigene Eigenschaften, dass wir auseinandersetzen müssen. Das heißt, in dem Moment, wo ein Gedicht oder Wort zur Musik kommt, gehört diese Wörter zu musikalischen Elementen. Dadurch ist auch nur nebenbei zu erwähnen, völlig verständlich, dass einer, der das Sprache nicht spricht, es tadellos, akzentfrei singen kann. Weil es gehört zur Musiksprache, es gehört zur Entfaltung der musikalischen Phase, die Harmonie. Und man singt die Sprache, wie es gebaut ist, als Sprache. Aber das zu tun, ist eine musikalische Begabung, das wir besitzen müssen, bearbeiten müssen. Sogar, es ist nicht unbedingt automatisch vorteilhaft, dass einer singt seine eigene Sprache. Natürlich ist es selbstverständlich im Sinne und Absicht und Phrase und was hingeht, das ist immer angenehm, in welcher Sprache das du sprechen kannst, dass du den Gedicht wahrzunehmen, das ist ganz klar. Aber wenn das diese Arbeit fertig ist und es geht wirklich um die Verwirklichung dieser Erzählung in eine Umgebung von Erlebnis, es ist manchmal leichter, wenn man nicht so verbunden ist an die Voreingenommenheiten.
Meine deutsche Kollegen lächeln hinter ihrer Maske hier. Was heißt das alles? Das heißt, dass diese alten Sprüche, prima la musica e poi le parole, oder prima parole e poi la musica, erst Musik, dann Wort, erst, ist eine Antwort zu einer Frage, das nicht gestellt werden muss. Vielleicht sogar nicht einmal soll gestellt. Ein absolut phänomenales Gedicht, wie wir schon erlebt haben gestern und heute auch, der zur Musik kommt, ist ein ganz besonderer Moment. Es heißt aber lang nicht a priori, dass ein besseres Lied ist, als ein mittelmäßiger oder nicht ausgefunden oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe sofort einen Schuldkomplex, wenn ich denke auf ein sogenannte Kleinmeisterdichter, der was gedichtet hat und der Schubert genommen hat und so Lied. Und ich, wir müssen irgendwie ihm so referieren als, naja, er hat halt geschrieben, nicht? Aber der Schubert, der hat das gemacht. Das fällt mir schwer. Ich nehme die alle Worte und Töne und Harmonie und Gestalt ehrlich und eins, weil ich traue Franz Schubert, ich traue Johannes Brahms, ich traue Gustav Mahler und so weiter und so fort. Ein Lied ist größer als die Summierung ihrer kleinen Teile, eine alte andere Spruch zum Paraphrasieren. Was unsere Arbeit ist, ist das zuerst einmal wirklich gründlich auseinanderzunehmen und wo das wirklich spannend wird, ist, wenn man wirklich die, von wo der Gedicht kam, völlig unabhängig von wo der Musik kommt, dann haben wir noch ein vertieftes Gespräch über Kultur, über Geschichte, über Psychologie, über Soziologie, sicher Religion und so weiter und so fort. Weil jeder Dichter ist eigentlich ein Phänomen, eine Erscheinung, eine gewisse Gedankensgut. Und das kann kulturabhängig sein, das kann epocheabhängig sein. Und es kann auch sein, dass von wo diese Worte kommen, haben überhaupt nicht mit von wo der Komponist kommt. Uralte Texte dann wieder vertont. Was tun wir damit? Da müssen wir verstehen, was die zeitlose Aussage des Menschen ist. Deswegen habe ich gestern ein paar Mal referiert, was meine Lehrer, verehrte und leider alle verstorben, immer gesagt haben, es geht um das Herzschlag, es geht um das Zustand des menschlichen Herzens. Gut, ich glaube, es geht darüber hinaus. Ich glaube, was so spannend ist im Lied, ist, dass es die alte Pascalien-Phrase oder Thema ist. Denkend mit Herz und fühlen mit Kopf, mit Hirn, spüren. Nachzuempfinden, sympathisieren. Was für ein phänomenales Vorbild und Vorgrund wir haben in alle Lieder der Welt. Deswegen habe ich auch gestern angesprochen, dass ich persönlich glaube, wenn wir ein bisschen mehr von der anderen Kultur durch ihre Künste besser kennen, haben wir weniger Angst, haben wir weniger Verdacht. Ja? Noch dazu lernen wir die Menschen kennen und nicht ihre Religion. Meines Erachtens, Religion gehört zur privatesten Sphäre der Individuum. Nicht nur, weil ich Amerikaner bin, ich sage das nur, ich biete es an. Ja? Was mich leidenschaftlich beschäftigt und interessiert, ist, warum Menschen tun, was sie tun. Und als Künstler über die Jahre bin ich ruhiger und ruhiger als Mensch geworden, weil ich bin ebenso widersprüchlich in meinem Leben wie alle anderen, die ich je studiert habe. Und das beruhigt mich. Ich nehme es, wie es kommt, ich gebe es, wie ich kann und gehe weiter. Und ich versuche, nichts zu schaden. Und ich versuche zumindest, und das ist, was schwer ist, sofort zu glauben, dass die, die ich nicht mag, die, die ich nicht glaube, die, dass ich nicht traue mir gegenüber, die, dass ich selbst Verdacht habe, dass das ein falscher Weg ist, dass ich einen Moment schenke, die Idee, naja, die kommen von ihrer eigenen Sphäre. Wo ist der Detant? Für mich Detant in der Welt sind die Künste. Und jetzt komme ich zu meinem wahrscheinlich echten Vortrag in der Sache.
was Sie schon vor ein paar Abenden angedeutet haben. Wenn wir wirklich diese Phänomen von Lied und Kultur und Evidenz und Gedicht und Musik aus Evidenz des Daseins nehmen kann, wie ein Tagebuch, was ist daran elitär? Warum ist das Studium dessen als Baupläne des Menschwerden? Und übrigens, das ist einer von euer größeren Denker, ich vergesse immer, wer das ist, könnte sein, dass es Goethe gewesen ist. Er hat ja, ein Mensch ist, eine Person ist geboren und muss lernen, ein Mensch zu werden. Was ist daran elitär in die Künste? Ich verstehe das nicht. Ich bin nicht beleidigt als Künstler. Es tut mir weh, wenn ich das höre, besonders von einem Politiker, der vielleicht Einfluss hat auf Budget und Policy, Curriculum. Warum ist das nicht das Wichtigste? Weil das ist eh die Drehbühne, wo wir verstehen können, wo die Politik, Geschichte, Soziologie, Psychologie dann weitergekommen ist. Ich glaube, wir sollen die Künste unwahrscheinlich schätzen als echte Bauwerk, Baupläne von uns und nicht als Distraction und Unterhaltung. Es ist natürlich unterhaltsam. Wir sind als Menschen unterhaltsam. Wir sind so verrückt. Wir machen so viel Blödsinn. Und irgendwann mal haben wir schöne Gedanken. Und das wird sich nie ändern. Warum studieren wir das nicht leidenschaftlich voneinander und miteinander und übereinander? Sodass wir ein bisschen give it a break. Und das ist, was wir hier getan haben, durch die Augen von Schubert. Der Schubert ist einer der größten Psychologen der Welt. Genau wie der Shakespeare. Was er uns gegeben hat in unvorstellbare unterschiedliche Gattungen, in einer Nummer über 600 Lieder, in ein Leben, der nur 31 Jahre lang war. Entschuldigung, der hat nicht mit 1 geschrieben, er hat angefangen mit 7 oder 8. So, das heißt, in 25 Jahren, wenn wir großzügig sind, hat er über 600 Lieder plus 9 Symphonien, plus 17 Opern, plus wie viele Streichquartetten, plus wie viel. Aber der arme Schubert, nein. Und wir versuchen einfach wirklich leidenschaftlich nachzuforschen, zu verstehen, was diese Genie von unser Leben in der Sprache Musik abgebildet hat. Ein Gedanke, ein Atemzug von einem Sänger, besonders ein Liedsänger, aber überhaupt ein Sänger, behaupte ich, ein Atemzug ist ein noch nicht gehörter Gedanke in der Sprache Musik. Und das ist, was ich meine, wenn ich meine Kollegen sage, nein. Ich höre es, atme dort hinein und mach das, was du hörst und was du laut machen möchtest, das singst du. Wir tanken nicht auf. Wir können nicht singen lernen von besser atmen. Tut mir leid. Es muss einen Empfang und eine Resonanz geben zuerst. Wir müssen verstehen, wo unser Bogen auf der Saite konstant und equal bleibt. Und das lehrt unser Körper, wo die Stärke. Was wir wissen müssen in unserem Körper, ist natürlich die Bereitschaft. Was funktioniert wann? Was ich schon die gesagt haben heute Morgen, ich sage dann für alle, die größte, phänomenalste Gesangsorgan von jeder ist euer Hirn. Was wir vorstellen für einen Klang und wünschen, zum Ausdruck zu bringen, wird unser Körper uns zum Pretzel drehen, das zu bewirken. Deswegen müssen wir gründlich wissen in Technik, wie unser Körper funktioniert. Weil dann steht er zur Verfügung. So, noch einmal vielleicht ein bisschen andere Perspektive von dieser Dreieck, das ich davon sprach gestern. Universum, Architektur, Engineering, Kulturinhalt und unsere Verfügbarkeit. Wir sind Stellvertreter. Es hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Ich bin so unfassbar dankbar über die Jahre, was ich alles erlaubt bin, im Ausdruck zu bringen. Manchmal staunst du einfach, das soll ich über meine Lippen bringen. Und es ist mir fast peinlich. Ab und zu mal.
weil es so gewaltig schön ist, so unglaublich. Und ich möchte, dass niemand glaubt, dass ich nicht auch davor knie. Es ist einfach, aber es gehört. Und das ist, was wir singen. Und ich kann nur was vorstellen, gut, in den Industry musst du schon dienen und arbeiten, aber im Liedgesang, if you don't get it, don't sing it. If you don't like it, don't sing it. Give yourself a chance a couple of years later, look at it again. Ich habe diese Erfahrung auch gesammelt über die Jahre. Immerhin Dekade, Jahrzehnte. Gut, singen wir. Ich wollte nur diese Perspektive zu was überhaupt Lied anbieten. Und wir sind, wie ich sagte gestern, sehr beschäftigt mit Schubert hier. Wir werden immer mit Schubert. Aber wir sollen langsam die Kreise anfangen aufzubauen, was der Schubert eigentlich initiiert hat und wie das zum Phänomen der deutschen Lieder 19. und 20. Jahrhundert geworden ist und alle anderen Länder, die auch imprägniert wurde von Genie Schubert. Das werden wir schon auch in unserer Schubert-Woche einmal angehen. Aber heute geht es wieder um monumentale, schöne, schwierige Lieder von Franz Schubert. So, I spoke the whole time in German. I doubt you'll ever have undertitle. Good luck. And all I'm going to say is welcome to us here and to come and visit with us in the wonderful Boulez-Saal of the Barenboim Said Academy on the Französische Straße here in sunny, here in wintry Berlin. It's particularly, the raindrops are very large and very cold. They want to be snow, but they haven't made it yet. So it's just, you know, bah, like this on your arm and your head. But it's still one of the most glorious cities on the planet. And this is one of the most hallowed halls and organizations that has been built in the last years. And we're so grateful that the Heidelberger Frühling Festival in cooperation with Boulez-Saal and also in mit-cooperation, mit Hilfe von mein bescheidene Stiftung Hamsong Foundation, hier diese Schubert-Woche und auch online weiter nach der Woche verwickelt. Can offer to you so that you can access it and enjoy it. Thank you for coming wherever you are in the world. We're going to be here a couple of hours. Good luck. Have a great afternoon. Hallo, mein Name ist Giacomo und am Klavier Theodora und wir musizieren für Sie heute den Musensohn von Schubert. Schubert. Ah. Welches Gedicht? Wer muss? Ja, und wer hat das geschrieben? Goethe. Ah, der Goethe. Aha. Vielleicht sollen wir ihn doch ankündigen. Ja? Ein sehr schönes Lied heißt Musensohn auf ein Gedicht von Johann Goethe. Vertont von Franz Schubert. Warum nicht? Laden wir die Leute ein in unsere Welt. Durch Feld und Wald zu schweifen, mein Liedchen wegzupfeifen, so geht's von Ort zu Ort, so geht's von Ort zu Ort. Nach dem Takt regelt und nach dem Maß bewegt sich alles an mir fort. Und nach dem Maß bewegt sich alles an mir fort. Ich kann sie kaum erwarten, die erste Blume im Garten, die erste Blätter am Baum. Sie grüßen meine Lieder. Der Winter wieder, sing ich noch jenen Traum, sing ich noch jenen Traum. Ich sing ihn in der Weite, auf Eises Länge und Breite, da blüht der Winter schön, da blüht der Winter schön. Auch diese Blüte schwindet und neue Freude findet sich aufgebauten Höhen, und neue Freude findet sich aufgebauten Höhen. Das junge Völkchen finde, sogleich erreg ich sie. In der
stumpfer Bursche bläht sich, das steife Mädchen dreht sich nach meiner Melodie, nach meiner Melodie. Ihr gebt den Sohlen Flügel und treibt die Sporn und Hügel, den Liebling weit von Haus, den Liebling weit von Haus. Ihr lieben holden Rosen, wann ruhig ihr am Busen auch endlich wieder aus, wann ruhig ihr am Busen auch endlich wieder aus. Wunderbar, wunderbar. Der Goethe war gut gelaunt, dass er das geschrieben hat, oder? Ja, ja. Ja, ja. Und dieser Musensohn ist eigentlich jeder Sohn, der die Muse in sich trägt, oder? Ist das nicht unbedingt, ist ein bisschen wie Merkur, aber eigentlich kann jeder ein Musensohn sein. Irgendwie sehe ich in der letzten Strophe, oder? Ja. Ja. Happy Song or Sad Song? Happy Song. Eigentlich schon. Wir sollen alle uns besser fühlen. Ich glaube sogar, obwohl das so sauschwer zu spielen ist, es ist so unfassbar unorganisch, aber irgendwie, es kommt mir vor wie ein echter Lacher. Und ich glaube, diese Herumflaunzen, bitte treffe es doch richtig, aber es kann ein viel lustiger, leichterer Touch halt. Es ist natürlich eine der beliebtesten Zugabe überhaupt. Es ist interessant, dass das Lied, es ist sehr interessant, wie Lieder über die Jahre einen ganz anderen Aspekt nehmen. Zum Beispiel von Strauss zu Eignung, ne? Die alle, das ist eine Zugabe, Futter bis zum geht nicht mehr. Alle und habe Dank. Ja? Aber eigentlich in der Opus 10 seine erste von sich gegebene publizierte Sammlung von Lieder, von 8, ich glaube Lieder, maybe 10, ja? Opus 10, ja? Es ist die erste. Und er meinte wirklich damit, danke, dass ich hier bin. Danke, dass ich diese Lieder einmal schenken kann. Ja? Aber wir haben das umgekehrt sogar, wir beschuldigen den Strauss manchmal, dass es, weil er so populär war, aber das ist nicht über Strauss jetzt. Ein bisschen haben wir das mit Schubert manchmal. So ein Lied darf ruhig ein bisschen ernster genommen, im ernsten Sinne von, wir dürfen als Menschen auch wohltun und einen anderen wohltun. Und immerhin, Leben ist schwer genug, ohne dass irgendeiner versucht zu sagen, komm, durch, mach mal, geh mal durch. Ne? Gut, das ist einmal das Lied, das ist nicht unser Problem. Ich glaube, unser Problem, und ich begrüße wirklich sehr, genau wie ich gestern gesagt habe, den Vertrauen, das meine Kollegen mir gegenüber in so einer kurzen Zeit schenken, ist für mich sehr berührend und ich bin sehr dankbar. Trotzdem gehen wir auf die Harte. Ja? Gut angefangen, ne? Über diese gesungene lange Linie. Besonders ein Lied, der da. Wir müssen ein Legato anbieten und bitte nie zweifeln. Zu verstehen ist gesungen immer besser. Herumzuschwecken an den Wort, da versteht man überhaupt kein Wort. Ja? Wenn man es wirklich sagen, dann muss er wirklich singen. Ja? Und einfach durch. Und ich sehe die Arbeit. Your go-to-place, we talked about, wir haben das schon, ist, weil du intelligent bist und sehr gezielt auf diesen Ausdruck und sehr lieb und alles, aber es kommt wirklich der Hals ein bisschen kürzer vor, dann kommt der Hirn da und dann haben wir irgendwie einen Gedankenshelm. Tschkabusch. Und das Problem ist, das kürzt deine ganze Körper und die ganze Resonanz. So, hast du das wunderbar auswendig? Ja, das muss man. Ich habe auch in der Schule das gesungen, das hat mich gequält, weil ich damals überhaupt nicht Deutsch sprechen konnte. Ich habe trotzdem lernen müssen. Ach, bitte, mir fertig gemacht. Ne? Das muss wirklich immer da sein, weil du musst drüber hinauf singen. Auf den Luft, nicht mit dem Luft. Okay? Können wir noch einmal versuchen? Ein bisschen ein leichterer Touch, ziemlich lebhaft. Ja, danke, Herr Schubert. Danke. Danke. Ja. Rather lively. What the hell does that mean? Und das muss ihr finden. Ja? Und
ich frage mich wirklich, warum diese ein einzige Vorfortepiano genau dort und dann überhaupt nicht mehr? Ah ja, da kommt wieder der, es ist diese, in der Vorbarphrase, he wants to have that thing right at the top. Was bedeutet das? Hast du darüber nachgedacht? Überraschung, einfach. Bitte? Überraschung, es steht in seinem Charakter. Okay, ja, tell me that story. Einfach. That's fantastic. Tell me that story. Du bist so wahnsinnig begabt. Kannst du ein Spur länger darüber nachdenken, was du spielen wirst und wie, bevor du das spielst? Es fängt schon an mit dem Atem, der allererste, der in den Gedanken sein soll, sodass das allererste, ist ein bisschen unangenehm, und ich ist ein Wort, der scheint aus dem Mund heraus zu fliegen. Warum? Lass ihn in den Mund bleiben. Was ist es? Ich doch. Doch, doch, ja, ich nenne ich nochmal ich, durch. Durch, 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 durch. Den D und den U müssen vibrieren, derselbe Instanz, derselbe Ebene. Konsonanten und Vokalen müssen auf derselben Ebene, derselben Moment vibrieren. Im Gesang, allgemein. Im Lied ist es eine A und O, aber im Allgemeinen. Ja? Durchfall, 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 Durchfall. Itte. Nee, 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 nee. Dang, 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 dang. Ja? Hast du es jemals gemacht? Du, 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 dong, 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 Durchfällt, 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 durchfällt und was? Durchfällt und Wald zu schweifen. Durchfällt und was? Wald. Wald. Durchfällt und Wald zu schweifen. Ist das nicht ein ungewöhnliches Wort für gehen? Was heißt schweifen beim Gehen? Was erweckt in uns die Idee, wie er geht? Oder hat das mit dem Gang zu tun? Das heißt nur, dass er hin und herum schlüpft oder was noch immer. Was heißt Schweifen in diesem Sinne? Es hat was Lustvolles, irgendwie Energetisches. Ich denke jetzt an den Schweif vom Pferd. Also, ach so, ja, also, okay. Nein. Hey, Baby. There's a little bit of that. Ja? Yeah? Aber ich glaube, die Idee von Schweifen ist, dass sie nicht wirklich gehen. Mhm. Es ist, wir sagen auf Englisch saunter, so gemütlich gehen. Was heißt das auf Deutsch? So ein Wort, wo man einfach nur casually walks around. Bummeln. Ja, bummeln heißt es, ja. Ein bisschen mit bummeln. Das heißt relativ ziellos. Ne? Er lass die Leute, der ankommt, ankommen. Ja. Durch Feld und Wald zu schweifen, durch Feld und Wald zu schweifen, mein Lieber. Das ist ein bisschen CDF. Mhm. Right? So, think quietly. Es ist schon da. Du musst es nur hörbar machen. Durch Feld und Wald zu schweifen, mein Liedchen wegzupfeifen, so geht's von Ort zu Ort, so geht's von Ort zu Ort. Und nach dem Tag der Regelt und nach dem Maß bewegt sich alles an mir fort. Von nach dem Maß bewegt sich alles an mir fort. Ich kann sie kaum erwarten, die erste Blume im Garten, die erste Diesen Satz habe ich jetzt verstanden. Der erste Mal durch habe ich die Wörter nicht verstanden. Die waren zu kurz, die waren gesprochen. Jetzt singst du und konzentrierst du auf das. Wir alle verstehen vollkommen besser. Und das muss mal sein. Ne? Ist ja wunderbar. Ist das einfacher? Ja.
zu singen, oder? Das ist angenehmer. Was heißt das bei dir? Was ist das? Was machst du mit schlaflose Nächte gibst nach einer schönen Woche, ist das in 2 Wochen, wenn ich an dich denke? Ja. Hoffentlich tut er das nicht. Ja. Ich übertreibe es natürlich, Giacomo, aber du verstehst, was ich meine. Ne? Werden wir das wegräumen? Du brauchst es nicht. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, wenn du was bewegen willst, geh zurück, nimm mal einen Schritt zurück. Was auch immer. Wenn es überhaupt eine Bewegung ist, dann lerne mal eine andere Bewegung. Alles, was dich schließt, alles, was dich schützt, alles, was dich runternimmt, alles, was die Schulter rüber, den Popo hinauf, schlecht. Ersetze es mit das, was nur gut ist. Dann steh noch einmal, dann steh auf noch einmal, dann geh rückwärts noch einmal, dann leg den Hand. Ich habe nicht sehr gern viel mit den Klavier zu tun, aber manchmal ist es gar nicht so schlecht. Ja? Und dann hast du eine Öffnung. Alles, was dich offen und lang hält. Die Wirbelsäule ist die allererste. Die Wirbelsäule muss geradeaus sein und so lang, wie dein Körper gebaut ist. Sonst können die Rippen nicht funktionieren. Die Rippen, und das ist, was wir aushalten, diese Intercostal Muscles, die sind unsere Inhalation. Und diese Inhalation hebt der Eier, der bleibt aber ja da am Spiel, werden wir nochmal singen. Durch Feld und Wald und Weise, hör mal, schweifen. Schweifen ist ein wunderschönes Wort. Ja, ich gehe einfach, ja, haha, du und da. Und du lächelst die ganze Zeit. Einmal weiter. Ich kann sie kaum hören. Ja, zweite Strophe. Nobody's that smart. Spürst du und hörst du den Unterschied, wenn ich dich breche, unterbreche, bremse und das ist noch einmal? Wenn ich dich anflehe, darüber nachzudenken, was du spielst, bevor du spielst. Ja, auf jeden Fall. Spürst du einen Unterschied? Mhm. Hörst du einen Unterschied? Mhm. Gefällt es dir? Ja. Wirklich wahr? Ja. Oder nerve ich nur? Nee. Ich bin nicht beleidigt. Ich würde auch nicht aufhören, aber... Es ist für uns ein profunder Unterschied. Mhm. Ja, bitte. Almost. I don't hear the laugh. Breathe. Ich kann sie kaum erwarten, die erste Blume im Garten, die erste blüht am Baum. Sie grüßen meine Lieder, und kommt der Winter wieder, sing ich noch ihnen Traum, sing ich noch ihnen. Da blüht der Winter schön, auch diese Blüte schwindet und neue Freude findet sich auf bewahrten Höhen. Hast du ein bisschen jetzt müde oder es geht noch weiter? Die Vokalen werden kleiner und kleiner, oder? Warum? Ist es, weil es ist schon schwer zu singen, wo atmet man, ne? Immer das ein bisschen schneller. Natürlich, es gibt schon die Pausen, wo man ja auch nicht auftanken kann, aber die Muskulatur ist spannend. Das kann, zwischen den Strophen kannst du, wo ist Homebase? Ja, Homebase, lange Wirbelsäule. Oh ja, okay, ja, ich bin ein bisschen spazieren gegangen. Okay, wunderbar, jetzt bin ich wieder da. Ja, ist das möglich? Aber selbst die dritte und jetzt in den vierten Strophe, und dann hast du die Melodie. Das ist keine Melodie. Und wenn du anfängst, so zu singen, ist dann der andere Art, dass du so gewohnt warst, wirklich unangenehm. Und es soll unangenehm für dich sein. Ja? Gut, können wir das nochmal dort anfangen? Und wo du dich... Wo waren wir? Ja, das war schon hier. Da. Wir können schon auf den dritten. Na, machen wir die genau hier. Wo? Sie grüßen meine Lieder und kommt der Winter wieder mal. Kannst du dort anfangen? Mhm. Ja, wo willst du anfangen? Ist wurscht. Verlieren doch, nee, das Zeit. Hm? Ja, geht das? Davon. Ja, kann es sein, dass wir gar nicht aufeinander warten? Sie grüßen meine Lieder und kommt der Winter wieder, sing ich noch in einen Traum. Ja, aber da
das ist ein guter Ort, wo du einmal checken könntest, ob es wird klein. Weil du hast einen schönen lyrischen Bogen, genau wo der Stimme funktioniert, der wunderbar für einen Bariton. Denk an Yang, 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 Yang. Right? Noch einmal. Sie grüßen meine Lieder und kommt der Winter wieder, sing ich noch ihnen Traum, sing ich noch ihnen jeden Traum. Lass diese E von jeder in den O sein. I'm not going to explain that. He knows what I mean, right? Lass ihn, jeder, je, jeder, je, je, dang, 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 jeder Traum. Ja, nochmal. Sie grüßen meine Lieder und kommt der Winter wieder, sing ich noch jeden Traum, sing ich noch jeden Traum. Ich sing ihn in der Weite, auf weites Leben und Breite, da blüht der Winter schön, da blüht der Winter schön. Diese Blüte schwindet und neue Freude findet sich auf der bauten Höhen. Home base, almost done. Wenn ich bei der Linde das junge Fältchen finde, sogleich erwege ich sie. Whoopee! Der Strom verbunden bläht sich, das steife Mädchen dreht sich nach meinem. Was tut der Mädchen? Drehen. Ja, sie dreht sich. Ja. Die sprühende Mädel. Der Goethe hat immer gern von Bursche und Mädels in die steife Mädchen dreht sich, aber nicht dreht, oder? Ja. Der stumpfe Bursche bläht sich, der steife Mädchen dreht sich. Was heißt dreht sich? Lass mich. Ich will nicht. Aber sie meint, sie will. Der blähte Bluter, der was tut der? Der stumpfe Bursche. Oh nein. Denn wie ich bei der Linde. Und da, wo es wirklich lyrisch ist, musst du wirklich lyrisch schön singen. Und genießen, wie es einfach beruhigt, das Ganze. Abgesehen davon, dass der Text so wahnsinnig schön lyrisch ist. Das ist der Grund, warum der Schubert so geschrieben hat. Aber einfach für unsere Zwecke, jetzt verwenden wir es so dort, gell? So. Ja, mit Zwischenspiel. Okay, lachen, warten, warten, warten. Es ist da. Es ist schon da. Wir alle hören es. Wir warten nur, bis du das hörbar machst. Denn ich bei der Linde das junge Völkchen finde, sogleich erreg ich sie. Der Sturm verbursche bläht sich, das steife Mädchen dreht sich nach meiner Melodie, nach meiner Melodie. Ihr geht ins Boden Flügel und treibt die Korn und Hügel, den Liebling weit von Haus, den Liebling weit von Haus. Lieben wollen Rosen, fang ruhig ihren Busen auch endlich wieder aus. Größte Sünde, vor den Hemsen den Kopf zurücknicken. In 5 Jahren, oh, der hat mir so den Schädel abgerissen, vor allem Leute. Ja, tue ich auch. Bitte nicht, warum? Ja, das ist das Wichtigste. Aber noch warum? Weil es so unfassbar hässlich ist. Im wunderschönen Monat, Mann, aus alle Vögel sagen. Vierte Strophe? Okay. Oder wo war es her? Doch, ja. Ihr gebt den Sohn Flügel. Ja, die Melodie war sehr schön. Das war wirklich sehr schön. Meine Melodie. Und das darf ruhig, es ist deine Melodie. Und du bist immer, du wunderst immer, aber du weißt auch, dass du diese Macht hast. Du bist einer, der einfach die anderen Leute beglückt. Ich würde vorschlagen, einen Liederabend damit anzufangen. Ja? Wir beglücken einfach die Leute um uns, wenn wir sowas singen. Ne? Und sie, ja, die drehen sich und sie wehren sich aber nicht wirklich. Und der anderen, die staunen, was auch immer. Und mit meiner Melodie. Und die meine ist nicht meine, ist das der Melodie, dass ich vertraut bin von Goethe.
Ich bin heute der Muse. Uppi. Ja, meine Melodie. Gut. Melodie. Ihr Liebling Tonnenflügel und reibt die Tonnenflügel, ihr Liebling weit von Haus. Und ich glaube, das kann ein bisschen öffentlicher sein. Ja. Ja? Meine Melodie, ihr Liebenden da die, oder? Einfach wirklich großzügig. Busensohn ist wahnsinnig großzügig. Ansteckend ist das. That wouldn't have happened if you'd thought about it before you played. Ihr geht in Sonnenflügel und reibt die Tonnenflügel, den Liebling weit von Haus, den Liebling weit von Haus. Wir lieben holden Musen, komm ruhig hier am Busen, auch endlich wieder aus. Komm ruhig hier am Busen, auch endlich wieder aus. Das wirklich gebraucht ist, du hast ein Retard über den, Entschuldigung, du hast eine schöne Retard über das, aber es ist wirklich nicht eine Krone. Ich würde es einfach großzügig anbieten, im Busen bieten, bissen. Endlich wieder aus, wann ruhig hier am Busen, ich endlich wieder aus. Ja, aber im Busen, mein Gott, das ist toll, wie er nachher diese schnelle Wörter, den Wort, den das mal halten kann. Oh, Donnerwetter. Verstehst du, was ich meine? Gut. Nochmal. Ich habe eine gute Idee. Machen wir das Ganze. Wunderbar. Durch Feld und Wald zu schweifen, mein Liedchen wegzupfeifen, so geht's von Ort zu Ort, so geht's von Ort zu Ort. Und nach dem Takt der Regel nach dem Maß bewegt sich alles an mir fort. Und nach dem Maß bewegt sich alles an mir fort. Unterricht ist vorbei. Mir ist wurscht, wie es auskommt. Ich sage überhaupt kein Wort. Aber wenn du nicht lächelst und nicht genießt und nicht uns ansteckt, ich möchte mein Money back. Ja? Komm, Unterricht vorbei. Ihr weiß, um was es geht. Jetzt lasst es wirklich von euch einfach ausstrahlen. Du lachst, er singt lyrisch, wir alle gehen lächeln nach Hause. Komm, aber lass uns in deine Fantasie. Durch Feld und Wald schweifen. Ich bin es heute. Hello. Nach dem Takt der Regel und nach dem Maß bewegt sich alles an mir fort. Und nach dem Maß bewegt sich alles an mir fort. Wunderbar. Ich kann sie kaum erwarten, die erste Blume im Garten, die erste Blüte am Baum. Sie grüßen meine Lieder und kommt der Winter wieder, sing ich noch in einem Traum. Center, aufheben, lächeln! Denn wie ich meiner Linde das junge Völkchen finde, sogleich erreg ich sie. Der Strom verborschen lädt sich, das steife Mädchen dreht sich nach meiner Melodie, nach meiner Melodie. Ihr gebt den Sonnenflügel und reibt die Tonnenflügel. Super.
Hallo, guten Tag. Ich bin Beatriz Miranda aus Portugal. Das ist Theodora Oprisor aus Rumänien. Und wir wollen heute für Sie singen und spielen Der Jüngling und der Tod von Schubert. Der erste Dichter. Die Josef von Spahn. Hast du gesagt? Wie bitte? Hast du gesagt? Hast du ihn ernannt? Hast du den Spahn? Did you say his name? Yeah, no, not. I didn't hear it. Sorry, no, I just. I think we should get in the habit of that. Yeah, it's true. Yeah, I mean, you know, they worked very hard to come up with those words. Yeah, it's true. Right? And it's the only. I mean, Spahn was one of Schubert's closest friends, right? Yeah. And sort of protector. And it's the only poem that he said. And in fact, for many years, his brother, Anton, got the credit for it. Because it's not a great poem. But 55 years later, Joseph said, well, actually, I wrote it. What credit for it? One of those little trivia things about it. All right, good. Der Jüngling und der Tod.
Sehr langsam, alle brev. Was heißt das? Ist das eine bestimmte Tempobezeichnung? Ja, vielleicht. Oh, sorry. Yeah, we can talk English if you like. We can talk English if you would like. Yes, maybe yeah, at this time. If you come to your thoughts quicker. Yeah. I think I might have been pulling the tempo a little bit. Way it was a bit too slow. You were too slow, or what? I think so. Did you realize that you sang a completely different tempo when you came in from her beginning? I mean, demonstrably different. Okay. And I don't want people to think that this is about correcting tempo and that sort of thing. Yeah. There's a stasis in this lied that is obvious. It's that smell of death in the room. Yeah. Und diese qualende Person, yeah. Der eigentlich sieht Tod nicht nur als Lösung, aber als Freund. Yeah. Bitte komm zu mir. Yeah. Ich habe genug von dieser Welt, ich kann nicht mehr. Yeah. Ich habe das persönlich erlebt in meiner Familie, wo einer ist mit unfassbaren Leiden und verschiedene und immer wieder Blood Transfusions und qualenhaft einfach da geblieben und endlich hat er einfach die Hände zu seiner Frau genommen und gesagt, you have to let me go. I gotta go. And this poor bastard doesn't have tubes. He doesn't have anything. He just has qual. Yeah. And enough is enough. There's a weariness in this thing, isn't it? It's quite unbelievably majestic. It's quite noble in its atmosphere, but it's heavy. Yeah. It's not spooky. It's just heavy. And every once in a while we get a shot of sun through the window, and we get a ray of, not hope, but of Entlastung. And that's mostly you. Right? And the very first thing you say, you know, die Sonne sinkt. How many sinking suns has this poor person counted? Yeah. Hoping it'd be the last one. Maybe today I get to go. Right? The tempo, whatever you, and there's no Vorschreiben here, and we've had some really remarkable musicians in our company this week. Something you have to decide. But we can decide, we can admonish you, encourage you to, that you need to decide together and hold true to it. And it's not a different tempo at the end of the piece. And since we all know there's a relevant Zitat von Tod und das Mädchen, yeah, we have this thing, it's curious, all these guys were experimenting with metronome markings. I didn't completely clock on this, and this, thank you, Graham Johnson. But in Tod und das Mädchen, actually for the bom, 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 it's a half note to 54. Our heartbeat is 60. 1,000, 2,000, 3, bom, 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 right? Right. If that's the Grundtempo, this is wahnsinnig langsam, yeah? But that's the world you need to be going into, okay. Right? More importantly is that whatever she sets up, because you've rehearsed together and decided this is true, dum, ta-dum, ta-dum. Die Sonne sieht, oh könnt ich mit ihr scheiden. Ba-bam, ba-bam. Mit ihrem letzten Strahl, right? There's a strength if we get that inner core of rhythm and don't mess with it, yeah. Right? Mm-hmm. There's a strength to what's being said that is not sentimental. Should we try again?
langsamer. Könnt. Oh, könnt. No, the first is könnt, oder? Zweimal könnt. Okay. Right? Yeah. It's a mixed vowel, which is a one sound. Mm-hmm. It's where we have that sound through the O mouth. Yes. Könnt ich, oh, könnt ich. And just leave yourself there. Mit ich. Yeah. Beatrix, in general, I think you're finding a wonderful inner color and you're trusting yourself that your voice is in you and not going somewhere else, which is important. The last bastion is to believe and understand that the forming of words and the lips from the teeth is also the last forming of beauty in the sound. We have a great deal of control over the beauty of the sound on the lips, right? It's not about singing into the lips. This is the biggest mistake. I am not asking her to sing down into something. I'm asking her to be prepared to receive the sound here on the back of the teeth and on the lips, right? So we have mit isha, mit isha, right? No matter how much even energy you give, if you sing the words that way, they'll never be as innerlich as you want them to be, right? Yeah. One more time, if she plays bam, ba, bam, ba, bam. Die Sonne singt, oh könnt ich mit ihr scheinen. Ba, bam, ba, bam. Right? Stay in it. One more time, please. The shine is not interesting because of a lower resonance. The shine is interesting because it's still carrying the upper resonance. Mit mir sha, nothing shines down there. Mit mir scheinen. Yeah. Die Sonne singt. Doppel N. Yeah. Eine Sonne. Yeah. Die Sonne singt. Oh, könnt ich. Yeah. Yeah. No, you can't. Right yeah. The beginning. Ta-tam, ta-tam. No faster. Places where vocally it gets away from you. This is so wahnsinnig schön. Mit ihrem letzten Strahl. Letzten Strahl. Think of the Strahl, that gerade nicht geschieden wurde. Schein, yeah. Strahl. Mm. And you get sort of this sort of pseudo-italienische bel canto thing going on, right? Not in the German sorry. Language. Yeah. Right. It's just, some people find that color and that thing, they think that's kind of cool. That's what your voice is all about. So I don't. Okay. It unlocks too much because you're so connected in everything else, right? Right. Can we start that in? Yes. You just say, Scheiden. Baba. Mit ihr.
two, ram. Mit is inside the Ach. Ach, diese. It's pretty wurscht, ob es diese oder der war. Yeah. Oder das oder diese. Der. Ach, diese Qualen. Oder? Ja. Yeah. Ach, diese namenlose Qualen. Okay. Nur brutal zu sein, genau dort. Wunderbar. Yeah. Wunderbar. Geht zurück und sagt mit ihrem Letzten. Genauso. Okay. Mit ihrem. Mit ihren letzten Strahl free. Sorry, ladies and gentlemen. That ah is not free. You're going to letzten clap onto it, okay. Because you got a phrase. You're going to letzten Strahl. Letzten Strahl erglühen. Yeah. And you're slowing the whole phrase down. Badam, badam. Im letzten Jahr, da, di, da, da. Okay. Ach, di, 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 da, di. Right? Yeah. Stay out of your, get out of your own way. Right? No, it's beautiful. That's why they hate me for stopping it, because the song is so, it's impossible what we do to these poor songs and make them, but it can be so much, it's just that right there. You can't be taking us in and out of your resonance. Yeah. Right? I agree. The vowels happen inside, and we trade vowel to vowel to vowel. Every vowel we sing has every other vowel vibrating, ready to go. Okay. Right? Letzten Strahl verglühen. Ach, diese Namen lohnt ihrer Qualen. Right? Yeah. He doesn't have energy to give accents. No. Or she. Doesn't matter who she or he. Say Jüngling. Das Mädel. Yeah. Whatever. Yeah. Wobei, das ist nicht nötig. Du singst auch sein Lied, das ist wunderbar. Es ist doch der Jüngling. Aber er hat keine Energie. Yeah. Ja? Und sogar er ist bewusstlos und er liegt einfach da und ist, Mama ist da oder Bruder oder was noch immer. Und die Augen, er wacht auf. Und was the first thing he says is, ach, die Sonne scheint. Könnte ich mit? That's what he says. Yeah. Barely opens his eyes. The first thing he says, the sun is shining. Shit, I'm still here. Yeah? Can we do mit ihrem letzten Strahlen fliehen? Sorry, the letzten is too long. And this eighth dotted eighth rhythm in Schubert's music always has something to do with Sehnsucht. Yeah. Eine nicht vorhandene, das Gesehnte danach wird. In welcher Zusammenhang? You know? Und man könnte das szenisch machen, nicht? Dass er vielleicht mit mühsam hebt er sich von seinem Kissen auf, nicht? Und er liegt. Und dann hat er sich und dann sagt er, ach, diese Namenlose. Und das ist nochmal der lyrische Teil. Ja. Und er wirklich gibt von sich. Das ist Narrative. Und dann jetzt kommt er. Ja? Okay, wunderbar. Stimmt. Darin, 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 darin. Genauso halb so laut. Leise denken. Not you. Ganze Satz denken.
sing ah, ah, like the word love. Love, 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 love. Love, 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 love. Love, love, love. Love, 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 love. Love, love, love. Sing there. Oh, to weit in Schöne. You want to hold on to that. Why? You don't need to. Unwahre. Oh, to weit in Schöne. Yes, exactly. Yeah. Now, all of these ascending phrases, all of these, I think are too—they're too meaningless to you. I think they're huge. And we have access, and I hear this. You need to be more religious about the rhythms. They're not to be smoothed out. There is a reason for them. This edginess, they go forward. You get a little bit lazy. You need to get very exact about this, because this piece is extremely structured. This is incredibly classically music written, yeah. Right? And it all hangs, because the more we have this structure, the more the lines can hang between, right? Okay, go on. Auch diese Namenlosen. Und where do you want to go? Und weit in schönere Welten. Und weit in schönere Welten. The last one, yeah. Mm-hmm. Give her the measure. All right. Da, you know, that is a really bad habit, and because it's a class and we're working, you do that, but actually you need to sell it no matter what. I mean, yeah. You don't get to show anybody that, oh, I ran out of breath. Yeah. Just gotta keep going. Yeah. Not even working like this. Okay. Go on, please. Oh, come to. Ein hoher Ton ist, yeah. Das Wort ist tot, yeah. die geschlossene O in der deutschen Sprache ist das Wort tot. Ja, genau. Ja? Es war zu offen. Aber was bedeutet dieses Wort zu ihm? Ruhe, endlich Ruhe. Nicht nur, es ist eine Liebesbeziehung. Ja, das. Und er persönlich makes personal the idea of tod. Okay. Komme tot. Komm irgendwer, der heißt tot, und löse mich von dieser Qual ab. Right? Yeah. Und tatsächlich kommt sein bester Freund. I see. Einfach von der Wandpaper runter. Ja. Yeah. Ah, du hast gerufen. Ich komme zu dir. Ja. Yeah. Yeah? He's his best friend. Yeah. But we have to hear that first in how he says tot. Yeah. What this piece cannot be is a pre-eulogy, sentimental claptrap death scene, yeah. Right? There's something quite edel and noble in all of this, and beautiful. Something we can hope for. Yeah. We don't know, but we can hope, right? Mm-hmm. One more time. Und komm. Of komme is completely irrelevant. Okay. Oh, komme tot. Okay. Komme tot. Komme tot. Yeah. Yeah? You've got it. Yeah. Use your voice. Let your voice work to your purposes. Okay. Just because it goes higher doesn't mean I have to go louder. Right? Yeah. And when you go inside in there and let it just be your voice, okay. It's a very, very beautiful sound and very meaningful to us. Yeah. Right? Oh, come.
I don't hear any special relationship to Tod. Okay. I just don't hear, and you can do it. I know you. I hear you, and it's difficult. We're stopping and going and turning into the vocalese, and I don't mean to do that. But we're trying to find where we can find that specialness in those phrases, right? Yeah. And I know you're working on this, so I want to, you know, this is what I'm unfassbaren Vertrauen für euch, dass auf diese Detail zu arbeiten. Aber yeah. Wir sind fast da, ja? Ja, gut. O komme tut in time. Okay, ja. Yeah. Obwohl leise ist. Das noch dazu. Ja. Yeah. You can have movement and you can have long line, yeah. But it's not a new tempo. Okay. You say it in your sleep. Yeah. Your body remembers what your mind forgets. Yeah. Oh, God. Yeah. Oh. Boom, 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 boom. With the most loving sound you can make on this piano. Yeah. Help is coming. Yeah. Right? Right. This is the one time where death does not come clanking in saying, ganz im Gegenteil. Und vielleicht sehen wir Tod als klänkendes Skelett und was noch immer. Die Sterben sehen ihn in weiße, sanfte Robe mit einem schönen Lächeln, mit barmherzigen Augen. Sei, bin schon da. Ich habe gehört, komm, geh mal. Hebt ihn aus dem Bett heraus und schleicht einfach zurückwärts durch die Wand. Als ob nichts da wäre. Das ist ein wunderschönes Bild. Es ist nichts zu fürchten in dem. Du darfst niemanden die Idee erwecken, dass irgendwas Grausliches hier passiert. Es ist eine schöne Sterbeszene, ja? Aber das muss auch mit dem Rhythmus sein. Oh, komm und rühre mich doch an. Und rühre. Und komm. Nein. Okay. Und you can have a bit of fun. Ich lächle dir, oh Knochenmann, yeah. Knochenmann. Ach, we get to say such fantastic things. Yeah. Ah, ich lächle dir, oh Knochenmann. Ja. Und der Geheimnis bleibt zwischen uns. Die alle glauben, ich habe auch geglaubt an eine Weile, Knochenmann, aber ich sehe schon, du bist Knochenmann, du bist so wahnsinnig schön gekleidet mit dieser Tante. Knochenmann kommt hier. Und er ist schon im Kommen, meines Erachtens. Und der Energie geht einfach auch, oh komm, rüber, komm, oh komm. Ja. Bam, bam, bam. Und ich würde lächeln. Mit Mitleid, mit Freundlichkeit. Einfach sehe diese Wesen. Du ruhst, ich komme. Ja? Ja? Können wir diesen Übergang haben? Ja. Oh, komm und rühr. Hör, breathe into it. Ja, good, it's good. Okay, now have that breath ready to go already. Ja. Oh, komm. Oh.
You've done that twice now. You've done it twice and three times. You did it the other day as well. You've never been happy with that phrase. Why? It's too long. I'm getting you think stuck it's too long? No, I'm getting stuck in... Yeah, but you've now built in a habit of shaking your head after you've done with a word. Really? Yes. It's really, 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 really disturbing. And sad. Because so awful is it, oughtn't it? Yeah. Just gotta keep... Yeah. Yeah? Yeah. And try not to load Tod with a lot of emotion. Okay. Ist Tod. Ist der Tod. Ja? Und kommt einfach rein und sagte, es ruht sich kühl. Nimmt die Decke, macht ihn ein bisschen bequemer, ja. Streichelt seine Wange. Mhm. Geht unter seiner Leiche und hebt ihn auf und sagt, in meinen Armen hast du Erbarmen. Ja. Ja? Bam. And this crescendo is just emotion. It's not a place to go. This forte should be about heaven opening up for this poor boy. Mm-hmm. It's not scary. Yeah. It's wohltuend. The calm, where you come down, oh, calm. It's short for a reason. It's the last thing he says. Oh, calm. Too fast. Bom, dom. One more time from here. Help her. This swinging movement keeps it going. If you give her stasis, this is an unbelievably difficult phrase to sing. And long. Yeah. And with one breath. Don't kill yourself. Yeah. But here, this molto ritenuto has to do with the whole thing. Ritenuto is with more bars. Ritardando is with one bar. This is a ritenuto, and it starts on the last half of that beat in that bar. It does not start, I'm saying, just move all of this in your mind. It cannot start ritardante for this ritenuto until after this. You've got to get her through this bar. Mm-hmm. This is partnership here, right? Just do ich will, and then we'll go back and repeat that phrase and call it a day. Okay. Ich will mich. Oh, the downbeat. Du ruhst. Ich will mich deiner Gnade bahn.
you get through it one more time, one more time, one more time, you know what it is. You can do it. Dorus. Ich will, you're dead. Oh God. Sing on the breath, not with the breath. Yeah. You got to get open and ready. Ich will, you're dead. Ich will, einer der transzendentalistischsten Momente im Lieder hängt von unserer Fähigkeit, richtig zu atmen. Das ist, was ich meinte gestern auch heute. Letzten Endes, physisch müssen wir können, was wir transzendental anbieten wollen. Ne? Go ahead, one more time. You're good. Einmal vom Ich lächle hier. No, Theodora, no. No, no, no. You know better. You've just played the tempo. Bom, 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 bom. Da-di-di-di-da-di. Ich lächle dir auch noch einmal. Ich fühle mich lächeln geträumt. Komm und
Hallo, das ist Rebecca und ich bin Isabel. Und zusammen musizieren wir Die Gebüsche von Schubert. Und der Dichter war Friedrich von Schlegel. Danke. Bitte. Gibt es irgendwelche Schlegel-Nachahmen hier? Nein. Die Familie ist immer glücklich, davon zu hören. Das ist schon sehr früh. Man hört irgendwie eine gewisse, ja, wir sagen immer so Bel Canto, italienische Opernart, nicht? Was wir auch heute Morgen gesprochen haben, diese schöne lange Cantilene, als ob die Deutschen nicht bereit wären, das auch zu komponieren, aber sagen wir es italienisch. Ehe Salieri und Glück, aber in Vorahnung, was auch immer, es ist diese Schönheit der Melodie, auf jeden Fall, gell? Happy Song, Sad Song? Happy. Happy Song. Ja. Happy im Sinne von heiter oder happy in welchem Sinne? Nein, ich denke im Sinne von zufrieden. Zufrieden. Oder, zufrieden, ja. Content, oder? Das ist der einzige, das du vermitteln kannst. Ne? Das heißt auch dieser langsame Tempo. Was heißt langsam? You know? Langsam für dich ist langsam. Langsam für mich ist was anderes. Langsam für dich. Aber Was der meint, ist, dass es nicht heiter ist. Mhm. Es ist wohltuend. Mhm. Gell? Und das müssen wir finden. Wie hast du den Tempo jetzt gefunden? Und weißt du, wir sprechen so viel von Tempo, aber was ich auch über die Jahre gelernt habe von großen Dirigentenmeistern, wie zum Beispiel, und ich meine das nicht nur, weil ich in seinem Haus hier sitze, aber wenn du mit einer von den Rhythmusstrukturen von Struktur von irgendwas reden willst, ist der Daniel Barenboim. Und es ist unwahrscheinlich, eine Probe mit ihm auf irgendwas zu machen, aber ich habe schon Gelegenheit gehabt. Und man muss diese exakte
Struktur haben. Wir müssen genau wissen, wo die Pulse sind und warum, sodass wir mit und dagegen arbeiten können. Und so ein Lied, der eigentlich scheint so elastisch zu sein, ist elastisch, weil die Säule vollkommen klar sind. Ja? Und das ist, wenn wir von Tempo reden, ist, okay, wo sind die Säule? Ja? Ist mir klar, dass ich 2000 Quadratmeter Raum hier habe, aber wie bleibt es intakt? Wie mobiliere ich das? Wie ist die Raumaufteilung sozusagen? Mhm. Ne? Die Architektur in dem Sinn. Und hier diese pulsierende, schwebende muss in euer Können eine Zufriedenheit. Weißt? Es darf nie klingen wie ein Vocal Exercise oder ein nicht im Anstrengen. Es kann anstrengend nicht. Aber versteht, was ich meine? Ja. Right? Und ja, im Moment höre ich ein bisschen zu viel deine Gedanken in unsere Gesangsmomente und möchte ich sagen, lassen wir den Unterricht vorbei. Okay. Ja? Ja. Und singen wir Gebüche. Wie heißt es? Ja, Gebüche. Ja. Ja? Es ist schon wahnsinnig schön. Und der Schlegel grundsätzlich möchte die Essenz des Lebens in die Natur und eine gewisse Bewunderung der Natur, Mysterium finden und nicht ein Dogma. Mhm. Und hier zelebriert er einfach. Ne? Wenn du denkst, welcher Wortschatz mit Auen und Augen und Brausen und Rauschen und Trauren. Mhm. Trauren. Ja, mhm. Es ist, ich glaube, die Punchline, wenn das ist a dumb word to say, aber der Essenz diese ist das allerletzte, eine der allerletzten Sätze. Ja. Durch alle Töne tönet im bunten Erden Träume. Dieses Lied ist nicht für jede. Dieses Lied wird gesungen und du darfst es singen, weil du hörst es. Aber nicht jeder hört, was wir hören. Wir erwecken Leute zu der Idee, dass es tatsächlich Geräusche und Geister und Wohlgedenken herumschweben, dass man zuhören muss. Manchmal die sind in ein Wort, manchmal die sind in ein Wind, manchmal die sind in einem Baum, manchmal die sind in Musik. Das ist ein Mysterium des Lebens. Und das ist dieses Lied. Alles tönet in allen. Can you hear it? Ja. Fang noch mal an. Can just almost. It's one of those themes that I talk about. It's out there. Just listen. And just put your fingers and your arm over the keyboard, and I promise you they'll go in the right place. Just hear it. Use it to your advantage. Beautiful. One more time. Yeah. And the U is here. It's not on the lips. That's the last forming. That's the beauty of it. But exactly. You are so built to sing. It's just amazing. Just sing the cheekbones. Okay. But let the lips have the words. Mm-hmm. What's the difference between this one and the last one? The last one was magical and this was musical. What's the difference? Hearing? I really rather like, I mean, I've seen this in your colleagues, you know, they get over there and say like, okay, come to me.
Ja, man ist dann irgendwie doch ziemlich beschäftigt mit dem. Ich will nicht, dass das aufhört, also dass das dazwischen irgendwelche Pausen gibt, aber dann gleichzeitig. Sorry, three thoughts too many. Puh, ja. Yeah, it's just three thoughts too many. Look at it. Ja, it's called Gebüsche. Klemmi Gebüsche. Exactly. With a long spine and weightless arms. Beginning. Why do you make such a meal out of leise? Yeah. Leise. Yeah. Genau. Two measures. Yeah. Breathe. Es darf nie mehr Raum als Deutlichkeit haben. Ich bin all für diese wunderbare Klang, aber ich muss verstehen, um was es geht. Und das heißt, da dieser Lift und diese Innere ist wunderbar, aber es muss immer noch da, also nicht da, nicht da, es ist da. It's inside, but die Bereitschaft zur Artikulation ist hier. Ja? Kannst du, Mickey, I don't know if you saw the Kollege heute Morgen, das war wirklich sehr interessant. Wirklich mach so, und lass es ganz entspannt. Ja. So, ja, so und so. Und während du jetzt singst, du machst einfach so. Mhm. Wie ein Ölhammer, sozusagen. Okay. Ja? Ja. Ja? Und nicht so viel Tension. Ah ja, gut. Let it go. It's easy. Right? Ja. What do you feel? Was spürst du? Ja, lass wirklich nur die Ellbogen. Alles nur so. So. Mhm. Was spürst du? Was bewirkt das? Ich habe das Gefühl, da man hier auch, so. Ein bisschen. Ja, eins. Zweitens. Zu sein. Auch hier irgendwie. Ja, wunderbar. Alles gute Nachricht. An der dritte. Und ich stehe. Ich ja, du stehst. Ja, okay, vierte. Und hoffentlich denke ich da nicht mehr so viel. Ja, das ist zu viel. ja. Was noch? Eins noch. Wo sind die Schultern? Ah, stimmt. Zurück und unten. Ja. Ja, okay, gut. It's free of charge. Okay. It's just, you have so much, this hand belongs to your left brain. And your left brain is making decisions. Right? Let's let the left brain have a vacation. Okay. Right? Ja. Let's sing from the right brain. Mm-hmm. Right? The right brain is this one. There's no tension here. There's all the tension is here. Right? So let's keep them even, right? It's also mm-hmm. not a bad idea, right? And let's sing from the right brain. The right brain says, I feel and I think this. Exactly. This is right brain. That was a right brain movement. All right? And leave your left brain at home for a minute. Mm-hmm. Okay? Let's start again. Easy. Very simple. Siehst du? Keep your thumb up. Quit thinking. Feel. Feel. Pure emotion. Easy. Unter dem Himmel
other than feeling ridiculous in front of 7 2 3 4 was spürst du? So eine einfache Bewegung, aber weniger, oder? Aufwand. Ich spüre weniger Aufwand. Ja, ja, ja. Gut. Und? Du bist du. Ja. Du hast dich überhaupt nicht bewegt. Stimmt. Das ist fantastisch. Du bist nicht kleiner geworden, du bist nicht so gegangen, überhaupt nicht. Was hat das für einen gesangliche Effekt für dich? Stabilität. Stabilität zum einen. Ja, ein bisschen, ja schon, aber von Wohlgefühl, von Entlastung oder Belastung? Ja, Entlastung. Entlastung wo? Nicht Entspannung oder Entlastung. Wir singen in Balance. Ja. Es ist nichts entspannt im Gesang. Ja. Es ist alles balanciert. Ja. Ja? Es ist wie ein Judo-Meister, der einfach vor dir sitzt und du weißt, dass dein Kopf eigentlich weg davon fliegt. Ne? Und er hat sich gar nicht bewegt. Das ist die Energie von Gesang. Ne? Oder besser gesagt, die Olympische, ne? diese Springer auf den riesigen im Wasser. Ne? Und die kommen auf den Bord da. Ah. Und die sind in einem Moment von Entspannte. Ja. In einer irrsinnigen Balance, und sie stehen auf da und sie sehen den ganzen Sprung, den ganzen Sprung. Sie müssen. Mhm. Und sie rufen den Energie aus ihrem Körper heraus, da ist es, ins Wasser, kein Splash. Mhm. Das ist der Ten. Ja? This is the energy of singing. This, I hear it, I feel it, I know it, I allow it. Right? This helps, right? It's a little silly. It's no big thing, you know. We'll have a lot of people hitchhiking home tonight, you know. I went to a master class with Hampson. Yeah. It just settles things, right? Mm-hmm. Mostly. That's what I want, and it somehow curiously connects the brain in the middle, right? Most importantly is if your hands are like this, right? And now you just drop them, right? If you find your hands doing this, your shoulders are rolled. Exactly. So this is a good way to check that you're not rolling your shoulders. Mm-hmm. And if your shoulders aren't rolling, yes, the middle of your body must be strong. Yeah. So that your ribs can do what they do. Our ribs go from the Wirbelsäule so heraus, mm-hmm. nicht umgekehrt. Mm-hmm. Wir sind eigentlich wie Kakerlake. Offen. Ja? Mm-hmm. Nur so. And wir halten sie in Bereitschaft. Den Luft. Und der Luftstrom ist wegen unserer Wille zu Ton und Vibration. Ja. Right? Bip. Mehr ist nicht drin. Mhm. Aber wir singen von Ton und Schönheit. Und du bist, ich habe heute Morgen schon gesagt, wir haben so schwer gearbeitet, wir haben so viele Impulse, wir haben so viel auseinandergenommen, dass manchmal sind wir vergessen den Wald für die Bäume. Ne? Und ich entschuldige mich, weil wir haben wahnwitzig viele Impulse diese Woche gehabt. Aber at the end of the day, you would not be here if you were not supremely musical. You would not be here if you were not capable to do what you do as singers and pianists. Und meine Aufgabe ist, euch zu befreien, zu beflügeln, ja? Empower, embrace, enable, right? Und wir sind ein bisschen in die Unkraut hängen geblieben. Du und insbesondere ein paar von euch sind ein bisschen, na Moment, ne? Du musst singen. At the end of the day, when you stand where you're standing to sing that song, it's up to you for that song. And that's the only thing that matters on the face of the planet. Everything in your life to that moment. And Tuesday, and Thursday, and next week, and next year, it's always the same thing. You choose to interrupt silence with formed thought in a language called music. Yeah. Right? So just show us that. You love this song and you love to sing the song. Sing me the song. I'm just giving you a little bit of information that I don't completely understand everything. So love the text. You know how to do this. Go where you want. Es regt nur eine Seele. Und wenn du einfach deine schöne deutsche A lieben würde, der A und O austauschbar ist im Raum.
leise, Augen, Rausch. Ja. Wunderbar, ein Fest von Arlo. Okay. Wunderbar. Like rauschen and brausen as well. You don't want to underline them and make too much of them, but enjoy them. Du singst von Natur pur. Und diese Natur pur ist, wo wir gehören als Menschen. Wir müssen das zuerst einmal hören. Meinte Schlegel. Ich stimme ihm voll zu. Und wenn man wirklich zuhört, kriegt man eine Weisheit dazu. Wisdom. The status of the progression is data, Auskunft. I have to do it in English. Data, information, knowledge, wisdom. Right? Mm-hmm. This song is over here. Right? Mm-hmm. Love the words. Just love the words. Auen und Rauschen. Tolle Imagination, Symbolik. Welle? Die Wellen brechen. Yeah. Aber es summiert sich, es hüllt sich, es gathers this, es tönt sich in Wellen, die Wellen, die Wellen, und es wellt noch weiter die Wellen, die tönen in Wellen. Es ist ein Wunder, nicht? Ja. Das nicht jeder hören kann. Du hörst es. Genau dort. Das war sehr schön. Rausch. It's the same air. So tönt in Wellen, Wellen. I hear Wellen, Wellen. Welle, Welle, Welle. Es tönt in Welle, Welle, wo Geister heimlich trauren. Oh, oh, oh. You know, das, was ich meine, auch, es ist egal, ob du sprichst oder nicht sprichst, du machst spontan diese Diphthong in eurer Sprache, diese heimlich. Ne? Aber wir müssen eigentlich im Gesang verstehen, wie ein Diphthong funktioniert. Ein Diphthong, das heißt zwei Klänge, ein Diphthong ist nicht ein Mixed Vowel. Ein Mixed Vowel ist ein Klang, der bildet sich auf ein Vokal durch ein Vormesser von einem anderen Vokal. Ein Diphthong ist ein Grundvokal, der fährt durch eine andere. Das heißt, ein Basisvokal. Und bei alle dieser I-Vokals ist A der Basis. Ja. A und formt nur einen Sinn durch die Geschwindigkeit, dass du in den I durchkommst. Mhm. Nicht? Aber wenn ich höre Einklang durch heimlich, that's one spoken and not very interesting. I need to hear the heimlich, hi. You could notate it. Right? That's how it functions. That's what I mean by becoming a musical element. Yep. So we need to hear Geister. Curiously, you don't do it on Geister. You go Geister. And then down in here, then you go Leise, Leise. Right? Mm-hmm. Heimlich trauern.
du das ein bisschen besser vorbereiten könntest, von so folgen Worte, Worten, wo die Welle, Welle, und die Geister haben gehört, und hier sind die Geister leben, hauchen. Und wenn wir das, ohne Zeit zu nehmen oder große Effekt zu machen, aber es wäre wirklich diese lösende Teil, dieser Satz, diese Gedanken hätte. Heimlich trauren, so folgen Worte, Worten. Diarintara, noch einmal diese Sehnsuchtsmotiv. Ne? Wo Geister leben. And then comes the... Dann kommen die Motive des ganzen Liedes. Ne? Durch all das, was ich jetzt gerade euch beschrieben habe, durch alle Töne, Töne im bunten Erdenton. Gut. Wo noch immer. Das ein bisschen wärmen durch alle Töne, Töne, durch, it's the whole phrase hangs from how you start durch. Mm-hmm. If durch ist zu kurz, alles wird wie zu kurz. Ja. Und durch ist kein einfaches Wort zu singen, ne? Braucht unwahrscheinliche Lift und Höhe. Du, du, besonders diese Tessel. Du, du, ich, du, in ein Ha, hei, du, durch, durch, ma, durch, ha, hoa, hoa, hoa. But you're going, I'm going, again, no, no. Yeah, but you hear the R go like this? Put it in the same place as the new. No, no. Let the ch go this way and the a go up. Okay. Ja, und was spürst du, was hörst du in deine eigene Seele, wenn du das Wort Töne in diesem Zusammenhang sagst? Töne, das ist wie... Ja, bitte, tell me that story. Ja. Durch, durch. It's more physical work, but it's easier to sing. Mm-hmm. Oder? Ja. Durch alle Türe, Türe. Mm-hmm. It's never going to happen this way. Yeah. Oh, I get it. Yeah, it's yeah. Over here. It's down. Oh, I see it. There it is. Yeah. Durch,
Nietzsche Wunder. Ja. Walking on eggshells. You know, the most, some of these songs, we sit here as public and we listen and we're moved and we think, oh, isn't that wonderful, it's so beautiful. You have absolutely no idea what sweat and tears, well, now you do, what goes into this. And you on the screen, you just get it on a microphone and you think we're just having fun here. We are having fun, but it's a lot of work. And it's physical work, it's athletic work. We are far more closely related to our athletic cousins than we are our philosoph grandfathers, right? We're not poets. We pretend to be poets. We have to have something of poetry inside of us without question. But we athletically make the wonder of life audible. That's what we do. And it's not about us, it's about what we sing. It is never about us. It is always about what you sing. Speaking of, mein Name ist Julia und mit Rebecca machen wir Du bist die Ruh von Schubert und Rückert. Du bist die
Sehr schön, Ladies. Wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön. Du spielst mit einem neuen Spielzeug. Ja. Was ist er? Resonanz. Ja, ja. Kann man schon sagen. Wunderbar. Nur, ich kann nur gut schlafen, wenn ich weiß, dass du weiter fortsetzt, weil das, was wir heute Morgen und jetzt, heute Morgen, heute Nachmittag, heute Abend, morgen früh, nein, nein, aber du musst das, was du schön oben von unten hast, von oben und wo du da hingehst, ist ja wunderbar, aber die Mitte. Ja. Die Mitte hat Catches. Ja? Ja. Und in so ein Lied ist natürlich ein bisschen in die Unterwäsche da zu stehen. Ja? Die einzige wichtige, dass man haben muss, in diese, dass man wirken muss, dass am besten müssen wir die Ruhe verstehen. Die Ruhe und die Liebe. Ja. Ne? Genau das erste Satz. Ne? Die Ruhe, der Friede, Bild. Die Sehnsucht ist diese Jam, da, all diese Punktierte, das müssen wir schon genießen, selbst in die sanfte Formierung. Ja. Ich finde, an den Tempo langsam, ja, danke vielmals, Franz, ja, gut, wunderbar. Ja. Aber ihr habt das sehr gut, es muss langsam sein, dass ihr herrschen können. Mhm. Und das habt ihr sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. Der Einzige, das ist eigentlich eine Sängermeckerei hier von mir. Es könnte wärmer und runder sein. Ja. Und es könnte schon ein paar Momente, wo dies oder jenes Wort wirklich deutet, um was es wirklich alles gibt. Zum Beispiel, ich weihe dir. Das ist schon schön. Ja, ja. Ich weihe dir. Aber es ist äußerst persönlich. Mhm. Typisch Rückert, diese östliche, duftige Liebe, das ist auch sein Liebesfrühling. Ich weiß nicht, wie viel über Rückert sagen möchte, weil ich nicht Deutsche bin. Als ich den Rückert durch seine Gedichte kennengelernt habe und danach gelesen und jetzt studiert und mittlerweile ziemlich vertraut bin in das Leben von Rückert, meine Begeisterung und Bewunderung ist absolut grenzenlos. Es ist mir sogar eigentlich fast unvorstellbar, wie kompetent, intelligent und sensibel diese Person musste gewesen sein. Und er hat in 40 Sprachen gearbeitet, er hat 13 Sprachen beherrscht. Ne? Die Koran-Übersetzung seine ist immer noch im Druck hier in Deutschland. Ne? Er hat in einige sogenannte Totensprache die Schlüssel gefunden zu verstehen. Und es ist nett zu sagen, er ist ein Orientalist, aber das ist ein Hilfsausdruck. Ne? Und seine Gedichte kamen auch von dieser gewissen Form der Poetry dort, was dann wäre wirklich ein Vortrag, das ich immer vorbereiten müsste, aber genau wie diese Oppositionen sind in der Natur und die Wortstrukturlegung, was interessant ist, aber wir können eigentlich nur damit beschäftigen, was der Schubert davon wahrgenommen hat. Ne? Ja. Und da ist schon ein paar Ecken, was wir vielleicht einmal aufheben könnten. Mhm. Und in diesem Sinne, der Rückert hauptsächlich in dieser Art Gedicht, wenn er von Liebe schreibt, glaubt an Liebe, glaubt an Familie, glaubt an Ehe. Ja. Ja? Das ist ein absolut Liebesbotschaft. Pures. Das ist pur, ja. Und pur, wo der Mensch sich dankbar sein darf, wenn er gefunden hat und danach seelen soll. Ja? Ja. So ist Herr Rückert. Ne? Er hat wahnwitzig viel geschrieben. Er hat immer geschrieben, er hat natürlich Vorträge erhalten, weil er sein Professor war, aber er war nicht ein gesprächige Person. Er hat geschrieben und geschrieben und geschrieben, über was er geschrieben hat und dann geschrieben, dass er schreiben wollte und warum er das nicht geschrieben hat und dann schrieb er über das, was er geschrieben und überlegt, das nicht zu schreiben hat.
Und dann irgendwann dazwischen hat er gedichtet. In Aber Bände. Und dann, als seine zwei Kinder gestorben sind, an Scharlach, im 1833, sperrte er sich in sein Zimmer fast 18 Monate lang. Er war kaum zu sehen. Seine Frau hat gelitten, sie später hat in der eigenen Diaries, wie schrecklich das alles war. Er konnte nicht fertig damit. Und aus dieser Zeit heraus kamen 427 Gedichte einfach raus, ne, über diese Gestorbene, das Phänomen des Sterbens, das Nützlichkeit, das Unfairheit und so weiter und so fort. Ne, Kindertotenlieder. Mhm. Ohne jegliche Absicht, jemals in Druck zu bringen. Das hat in den 30er Jahren, er ist in 66 gestorben. Seine zwei Töchter und eine Tochter und ein Sohn hat dann seine gesamte Arbeit, insbesondere die Kindertotenlieder, dann veröffentlicht. Bin mir nicht sicher, dass der Papa wirklich meint. Mhm. Wenn man das ganze Buch liest, ist es schon ziemlich viel ne? Einfach was einer schreiben würde, wenn er schreiben möchte über ein verstorbenes Kind. Unvorstellbar. Aber dann, immer wieder, fand er den östlichen Transzendenz, den Sinn des Lebens in Tod. Mhm. Und unabhängig voneinander, nur diesen Vortrag zu Ende zu bringen, unabhängig von dem, in jeder Edition, hatte Gustav Mahler 5 von 457 rausgenommen und einen Zyklus gemacht. Über genau diese Auseinandersetzung. Kein Nachruf für gestorbene Kinder. Die Kinder sind der Gedankensweg zu verstehen, warum wir leben. Das verrückt. Und ich meine eigentlich in alle seine Gedichte irgendwo das Echo mitzunehmen. So, wenn du sprichst von du bist die Ruhe, der Friede mild, die Sehnsucht, du und was sie stillt. Ich weihe dir. So was Schönes an anderen Personen zu sagen, kann man es nicht überlegen. Es ist wie ein Gebet. Vor Lust und Schmerz. Zur Wohnung. Du bist, wo ich wohne. Du bist mein Augenzelt. All diese, ich glaube, du könntest mehr Liebevolles, ja. Oder? Ja, ich denke gerade noch auf. Ja, und das ist also, das ist auch richtig so, aber so bald wie möglich, dass das Second Nature ist, das ist nur ein Mittel zu Zweck. Ja. Ja? Fangen wir noch an, bitte. Ja. Yeah, but I would really try and hear it before you play it so that it doesn't have the da-dee-da-dee, here comes a very sensitive, moving, wonderful song, and the melody is gonna melt your heart. Totalen Schwein da unterbrechen. Ja? But this isn't one of those songs. And it isn't one of those songs. Yeah. Right? It's one of these songs. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah? Yeah? One more time. Beautiful beginning. Don't lose any time and still give me the specialness of this. Right? And this, a lot of pianists struggle with this, and you don't. It's lovely. And I think that the first sentence is all the way through. Yeah. Du willst sagen, du bist die Ruhe der Friede mild. Du bist die Ruhe
den Diphthong. My. It's a ma. Right on the ma as long as you can, right? Ich weihe dir. Wo waren wir? Ja. Yeah. Mein Auge. Didi. Mein Auge und Schmerz und Schmerz. Right? Ja. Ach, Herz, Entschuldigung. Ja, zur Wohnung hier. Zur Wohnung hier. Mein Auge. It's too tight, it's too tight. Mein Auge. You know, we just don't need that much information. We get it. In its resonance. Ah. And so it goes, Kehr ein, Kehr ein bei mir. Let the E be the first leg of the N. Is when you start thinking about things, you close in. Mm-hmm. You, right? And this will work against what you're trying to find now. Yeah. Right? You really can't do this. Mm-hmm. There you go. Right now here. Singing to people. Yeah. Ha 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 brew, brew, brew. I'm worried about the low note. Huh? So I'm trying to place exactly. It. Yeah. That's singer shit. Yeah. Yeah. No room for that here. Can we just do that last phrase? Please. Yeah. Vertrauen. Yeah. Dass alles, was du in Ausdruck haben willst, ist zuerst einmal in deine Gedanken. Mm-hmm. Und du lässt die Gedanken laut durch Musik. Eins einmal. So, das heißt, es ist alles hier. Mm-hmm. Right? Und wenn du jemals die Idee hast, du das, was liefern muss, weil die Stimme muss tragen, ist es die tödlichste Gedanke, die du haben kannst. Yeah. We don't project. We don't carry. We're heard. Yeah. We resonate, right? And every once in a while, that's where this middle bit is, where you're still kind of landing on it to put it where it's supposed to be, right? It's supposed to be landing with it, vibrating with everything else. Yeah. Okay? Yeah. Try again.
good phrase, it's a beautiful phrase. Ich möchte ein paar Gedanken hier machen. Mhm. Wir hören jetzt, wir sind so tief in deine Gedanken und auch diese wunderschöne, und wenn ich nur sagen darf, ich vermisse die Profunde von dieser Low S. I need, yeah, that's, you know, that's like a warm blanket, mm-hmm. right? And it really needs to just envelop that whole phrase. And then this ba 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 be ba ba. It's really more about the bass line, and that's mm-hmm. pure love. Yeah. That's pure Zuhause. Das ist die Augenzelt. Jetzt kommst du, jetzt kommt in der ganze Kirche. Nein, weiter. Ja, so ist es. Dies Augenzelt oder Augenzelt. Augenzelt. Ja, Augenzelt, ja. Okay. Da müssen wir dann das so betonen, ne? Ja. Die Augenzelt. Aber es darf nicht die Augenzelt von deiner, ne? Ja. Dies Augenzelt von deinem Glanz allein erhält. Du wirst atmen wo? Beim ersten Mal atme ich nach Glanz. Nach Glanz? Ja. Dies Augenzelt von deinem Glanz allein erhält. Ja. Und den zweiten Mal? Nach allein. Nach was? Nach allein. Aha. Und was wäre, wenn du ein oder andere nach Augenzelt atmen würdest und dann durch? Dann wird der Holt uns erleiden. Augenzelt von deinem Glanz alleine. Right? Okay, ich versuch's. I think you can do it if you decide to do it. Die andere gute Nachricht ist, und ja, danke Graham Johnson, diese Decrescendo da oben ist nicht von Schubert. So, denk es weg. Ja. Geh oben und gib uns die schönste Vokal und Klang, das du erzeugen kannst. Und wenn du das hältst, wunderbar. Ja. Wenn du das abphrasieren kannst, wunderbar. Aber es handelt sich um die Aussage von Erhellung. Mhm. Mhm. Das ist das einzige Wichtige. Ja. Dass diese Augenzelt erhält das ganze Leben der anderen, mhm. der Singende. Ja? Mhm. So, jetzt der allererste. Yeah, this is interesting. You move here very musically, and then when you come back to the bar, she's going to come and you slow down. Mm. I wouldn't do that. It's not very nice. So yes, without me exaggerating and pointing at your fingers and all that sort of stuff, give me the low E flat, yeah. that it just hums through the mm-hmm. whole thing, and just caress, no accent. Mm-hmm. Yeah, it's two notes that do it, right? We need to hear both of them. I keep pointing at the bass note because I think that's the leading warmth, mm-hmm. but it has to be both notes. Yeah. One more time. Yeah, and you have to play that S with conviction of what it is, that it echoes through the whole phrase. Thank you.
even more emotion here. Now, when she said this, oh, will God, oh, bless God. Now you can breathe how you want. The glance is flach. There's no growth in that. I am glad. It's spoken. Glanz, dies Augen soll von deinem Glanz. And yet you can breathe where you want. Ah, you know? Okay. Well, I just want a variation. And it's smart to take the risky one first. I think you can be more generous on that. I think this is the most loving sentence. Dies Augen soll von deinem Glanz allein very good. Yeah. It's not um 15 Uhr. Und die gute Nachricht ist, ich spreche kein einziges Wort. Ja, es wird
bitte, das war nicht nett. Es ist zumindest wohl gemeint. Na, morgen ist ein wunderschönes Konzert, nicht? Wo die einfach kommen und bitte auf Risiko arbeiten, versuchen wirklich ihren Gewohnheiten neu zu formen und alles. Ich muss ein bisschen auf Risiko gehen, das ist, was ich zumindest die anflehe. Aber es wird sehr schön, es wird nur gesungen, es ist ein reines Konzert. But at 3 o'clock tomorrow afternoon, just like we've had on Friday and Saturday here, these wonderful 8 singers and 4 pianists will give a wonderful concert of quite a variety with a wonderful Dramaturgie that our Studienleiter Daniel Gerzenberg put together with them. It's really quite a bit of a wonderful concert. And the good news is I won't talk. So be on time, because we're going to start at 3 o'clock, and no pla 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 van Hampson, just boom, music, and we're done. So since this is the last time I get to say anything, we, in fact, at Heidelberg Lied Academy, dürfen uns leider verabschieden von unserem Projektleiter. Und der Johannes Leuschner, bist du da, Johannes? Der Johannes in seiner typischen Bescheidenheit arbeitet woanders her. Der Johannes Leuschner ist der Projektleiter von Verschiedenes in der Heidelberger Frühling, unter welchem auch der Lied Academy, meine engste Mitarbeiter. Und ich wollte ihm nur Chor und Publikum einmal bedanken, weil es ist eine spannende, tolle Arbeit. Er ist nicht gefeuert. Er ist auch nicht mit mir müde. Er hat einfach einen sehr, sehr tollen Job in den Bonn Festival, Beethoven Festival bekommen. Eine ganz andere Verantwortung. Und es ist einfach ein Aufschub von seiner eigenen Karriere. Aber ich wollte nur sagen, Johannes, wo noch immer du seist, danke. Und he's a great guy, and we move forward, hopefully with somebody remotely as competent as he is. So, we see you tomorrow. Thank you very much. Lovely afternoon.